Na dann frag Kies, wie er das hier findet. Also das schenken wir uns. Ich glaube, das war doch kein so guter Vorschlag. Was heißt das denn? Ich denke, es ist einfacher, ihr haltet euch an den Originalplan und brennt durch. Kies! Von mir hatte das nicht. Dann hilf mir wenigstens mal. Das würde ich ja gerne. Nur leider glaube ich, Brandon hat völlig recht. Ja, aber ich will, dass wir richtig formell heiraten. Und zwar in Santa Barbara, wo es alle Leute sehen können. Das ist ja das Problem, Mom. Das will hier keiner sehen. Hier. Hier musst du froh sein, wenn du einen Priester dafür bekommst. Oh, danke. Das ist wirklich sehr aufbauend. Ich will nur, dass du dir nicht zu große Hoffnungen machst. Ich plane meine Hochzeit. Wenn das kein Grund ist, um sich Hoffnungen zu machen, dann weiß ich nicht, was sonst. Oder wollt ihr zwei mir das jetzt vermiesen, hä? Hallo? Hallo, Gina, hier ist Julia. Oh, falls Sie Kies sprechen wollen, der sitzt hier. Nein, ich wollte eigentlich mit Ihnen reden. Worüber denn? Das möchte ich lieber nicht am Telefon besprechen. Könnte ich vielleicht kurz auf einen Sprung vorbeikommen? Sicher. Von mir aus? Danke, ich werde gleich hinkommen. Was will Julia denn jetzt von mir? Seltsam. Also, da sitzen wir dann. Ich habe gerade bei dir anrufen wollen. Entschuldige bitte, es kam noch was dazwischen. Oh, kein Problem. Für uns geht es heute Abend ja nur um den bedeutendsten Abschluss in der Geschichte der Capwell-Oasis. Keine Angst, Barry Summers wird gar nicht wissen, wie ihm geschieht. Wir dürfen ihn aber nicht unterschätzen. Er ist immerhin der Beste auf seinem Gebiet. Der verkauft sogar Eis an Eskimos. Ja, davon habe ich schon gehört. Sind wir etwa deshalb so nervös? Naja, vielleicht. Auf jeden Fall dürfen wir heute Abend keine Fehler machen. Cassandra, wir werden alle Hände voll zu tun haben, wenn wir Summers and Company dazu bringen wollen, dass sie die Oasis-Klienten übernehmen. Ach, das werden wir beide schon schaffen, oder? Was ist das hier? Die Munition. Ziehen wir in eine Schlacht? Ich finde, dass wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sein sollten. Wir rüsten auf. Aber sei ja vorsichtig, das Zeug ist hochexplosiv. Und für alle und hier noch mehr. Was soll denn das? Noch das. Ist das alles, was Sie mir sagen können? Ja, das ist klar. Ich weiß, ich werde darüber nachdenken und rufe Sie wieder an. Danke sehr. Für dich jetzt ziemlich hart, hm? Woher weißt du das? Das fragst du mich? Es ist doch gerade erst... Ja, wieso? Du hast mir doch erzählt, du hättest mit Bobby Schluss gemacht. Was? Ja, richtig, natürlich, das habe ich ja auch. Kelly, was ist mit dir? Ist noch was passiert? Nein, nur sowas hat natürlich Konsequenzen. Hör zu, das war kein einfacher Schritt, aber sicher der richtige. Ich finde, du solltest darüber sprechen, also setz dich. Na komm. Ich weiß nicht, was du willst, denn was sollte ich mit diesem Talisman von Quinn zu tun haben? Oh, eigentlich nichts. Aber Quinn hätte sie nicht mal zu seiner eigenen Beerdigung vergessen. Na, es kam ja vielleicht zu plötzlich für ihn. Wenn du mal wieder jemanden abservieren willst, dann solltest du ihn vorher wenigstens seine Sachen ordnen lassen. Nein. Nur hat er immer darauf bestanden, dass dieser Talisman sogar mit ihm begraben wird. Das wird mir keine schlaflosen Nächte bereiten. Oh, das glaube ich gern. Nur, ich finde es wirklich eigenartig, dass sie jetzt auf einmal in deinem Besitz ist. Ich finde es sogar mehr als nur eigenartig. Es ist fast schon mysteriös.
Soll das heißen, du hältst mich für einen Leichenflederer? Nein. Aber ich durchschaue dich, Quinn. Ich kenne deine Tricks. Das war Robert, der in jener Nacht gestorben ist, nicht du. Dir geht es wunderbar, während du die Nummer deines Lebens abziehst. Willkommen, mein Schatz. Gut, dreh dich mal um. Steht hier wunderbar. Denkst du, dass ihn das beeindrucken wird? Aber sicher. Ich müsste mich schon sehr in ihm täuschen. Und den Clou hast du noch gar nicht gesehen. Was sagst du jetzt? So werden Arbeitsessen zum Vergnügen. So wird jeder denken, ich sei der Hauptgang. Das könnte doch hilfreich sein. Und jetzt zum Dessert. Oder findest du das überzogen? Im Gegenteil. Ich finde, du siehst wunderbar darin aus. Oh, wieso tust du das? Wieso kaufst du mir plötzlich diese unglaublich extravaganten Sachen? Wir können für die bevorstehenden Schlachten gar nicht genug Munition haben. Ach so, als Munition. Nicht nur, es versüßt auch die bittere Pille. Schließlich möchte ich, dass du mich überall hin begleitest, auch zu diesen leidigen, aber notwendigen gesellschaftlichen Anlässen. Und das fängt heute an mit einem kleinen Tänzchen für Mr. Summers im Polo-Club. Du spielst eine wichtige Rolle. Oder ist das ein Problem? Was soll daran ein Problem sein? Ich weiß doch, dass manche Frauen sich vor einer so großen Verantwortung am liebsten drücken würden. Ich spreche selbstverständlich nicht von dir. Von wem ist denn die Rede? Niemand, den wir kennen. Oh. Tja, ich bin aber nicht wie manche Frauen. Ich bin anders als jede Frau, die du vorher gekannt hast. Und ich garantiere dir viel Spaß, wenn du erst entdeckst, wie anders ich bin. Hallo. Hallo. Da sind Sie ja schon. Nochmals vielen Dank, dass ich herkommen durfte. Keine Ursache. Kommen Sie rein. Dankeschön. Hallo, Brandon. Wie geht's dir? Ganz gut. Und Ihnen? Mir geht es gut. Danke. Ich kann mich auch nicht beklagen, falls es irgendwen interessiert. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich mich gern mit Ihnen allein unterhalten. Komm mit, Kumpel. Wir beide werden inzwischen mal eine Strategie für deine Wahlkampagne festlegen. Um was geht es denn da? Ich kandidiere für den Vorsitz in der Schülervertretung. Ich hoffe doch, Sie unterstützen mich. Ohne Wahlberechtigung wird das schwierig sein. Ich übe ja bloß den Spruch der Kampagne. Klappt schon ziemlich gut, oder? Jetzt fehlt nur noch, dass du Babys küsst. Die meisten auf der Schule haben noch keine eigenen Kinder. Oh. Na, das hoffe ich aber auch. Vergiss die Kampagne und erklär Brandon lieber erstmal das mit den Bienen und so. Das ist überflüssig. Das weiß ich längst alles. Kennen Sie nicht eine gute Militärakademie? Nein, aber vielleicht können Sie ihn ja auf eine Klosterschule geben. So, was wollen wir denn jetzt besprechen? Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Genau. Es geht um eine Fernsehsendung mit dem Thema Vergewaltigung. Ach.
Du denkst, das sei ein Spaß, hä? Nein, das ist eher tragisch und bedauernswert, deine verzweifelten Versuche zu beweisen, dass Quinn nicht tot ist. Ach ja? Was für ein Unsinn. Ich weiß ja inzwischen, wer da gestorben ist. Ich finde, du gehörst allmählich in ärztliche Behandlung. Muss ja sehr stressig gewesen sein. Es war wohl ein bisschen zu viel für dich. Ich bin es nicht, der hier vorgibt, jemand anderes zu sein. Aber eigentlich dürfte deine Reaktion mich nicht überraschen. Von mir hast du gelernt, dich wie Robert Barr zu verhalten. Ich hatte nur keine Ahnung, wie gut du deine Lektion gelernt hast. Und der Talisman verrät dir alles, ja? Oh, das ist doch lediglich das letzte Detail. Denn ich habe mir gleich gedacht, dass Quinns Tod wieder bloß Teil der Show war. Doch jetzt bin ich sicher. Hör zu, Quinn ist tot. Damit ist der Plan, dass mein Bruder meinen Platz bei Kelly einnimmt, auch endgültig hinfällig geworden. Und Timmons hat auch keine Verwendung für dich. Denn welchen Dienst kannst du ihm schon noch erweisen? Also weißt du nicht weiter, willst aber immer noch mitspielen. Und jetzt kommst du mit dieser lächerlichen Geschichte, um womöglich ein bisschen Zeit rauszuschlagen, bis dir wieder was Besseres eingefallen ist. Oh, was du hier im Moment abziehst, ist eine Glanzleistung. Kaum zu fassen, dass du allein darauf gekommen bist. Quinn, und beinahe hätte es sogar geklappt, wäre da nicht dieser kleine verräterische Talisman, hä? Hör zu. Quinn hat eine Weile hier gewohnt, oder nicht? Möglicherweise hat er sie hier liegen lassen. Ja, möglich wär's. Aber bitte, wenn er dir nichts bedeutet, dann macht es dir doch sicher nichts, wenn ich ihn als Andenken behalte. Natürlich nicht. Wenn das alles gewesen ist, würdest du jetzt bitte abhauen? Ich bin noch längst nicht mit dir fertig. Quinn, es macht nichts, wenn du jetzt mit neuen Karten spielst. Dafür verdienst du sogar Applaus. Aber dass du mich jetzt raushalten willst, ist einfach unentschuldbar. Muss ich etwa erst die Polizei rufen und dich wegen Hausfriedensbruch anzeigen? Das tust du ja doch nicht. Du traust dich nicht. Du weißt ja, was ich denen erzähle. Und zwar erzähle ich ihnen erstmal von der schönen Narbe auf deinem Rücken. Dem einzigen Merkmal, an dem man euch sicher unterscheiden kann, stimmt's? Du willst mich rauswerfen? Dann ziehe dich nicht und zeig mir die Narbe. Es war nicht bloß die Narbe, die Deborah Lunton so fasziniert hat. Nur dabei ist sie auch nicht weitergekommen, als du jetzt. Du bist es, Quinn. Nein. Und was du bist, das muss ich dir ja wohl nicht sagen. Und jetzt raus hier! Betritt dieses Boot nie wieder. Ich rate dir, verschwinde aus dieser Stadt. Du hast hier nichts verloren. Ist das klar genug? Also mach, dass du wegkommst! Craig, sag mir doch bitte, was ich machen soll. Könntest du vielleicht ein bisschen genauer sein? Ich finde, ich verhalte mich total unehrlich, seit... ja, schon seit Robert zurückgekommen ist. Als ich endlich das Gefühl hatte, alles sei klar und ich wüsste genau, was ich wollte, diesmal ganz sicher, da lag ich wieder falsch. Kelly, du bist doch die Einzige, die ehrlich gewesen ist. Alle anderen hatten nur ihre eigenen Ziele und du leidest jetzt darunter. Nein, das stimmt so nicht. Ich war ebenso unfair. Und zwar zu dir und Robert. Ich will ihm ja nicht wehtun, aber ich kann mir nicht helfen. Er sitzt da vor mir und ich will ihm zuhören und höre seine Stimme. Und ich weiß, er meint es wirklich ernst. Aber ich denke dauernd, sein Bruder sitzt vor mir. Bobby dir die Schuld dafür? Nein. Nein, er ist fair wie immer. Aber natürlich möchte er auch eine Chance haben und die verdient er ja auch. Aber ich kann sie ihm nicht geben. Ich finde das fürchterlich von mir, denn er ist durch die Hölle gegangen, um zu mir zurückzukommen, während Quinn mich nur gequält hat. Aber ich denke nur an ihn. Er ist der Vater deines Kindes. Ich habe ihn einfach, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, trotz allem geliebt. Und tust es noch? Ich will es gar nicht. Eigentlich sollte ich ihn hassen, aber... und nach all dem, was Robert durchgemacht hat, darf ich ihm erst recht nichts vorspielen. Das merkt er sofort. Robert kennt mich doch viel zu gut. Also habe ich das einzig Richtige getan und ihm gesagt, dass ich ihn nicht mehr treffen möchte. Woher wissen die denn schon, dass ich bei dem Blues rausgeflogen bin?
die ist noch von heute. Die schreiben bis morgen noch viel mehr. Mason Capwell. Er macht doch ernst. Darauf musste ich gefasst sein. Ach, Dish. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, jeder weiß, dass ich nicht gerade ein Freund dieser Umweltschützer bin, aber dass dir jetzt sowas passiert? Ich weiß, wie wichtig dir diese Arbeit ist. Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus? Woher soll ich das wissen? Ich hatte noch gar keine Zeit, mir irgendwas zu überlegen. Ich hatte natürlich angenommen, nach der Verhandlung mache ich weiter, wo ich aufgehört habe. Vor allem mit der Arbeit bei den Blues. Na, ich brauche dir ja wohl nicht zu sagen. Du kannst natürlich jederzeit bei mir in der Firma... Danke, danke. Nein, Dad. Ich wäre dafür, glaube ich, wenig geeignet. Und eigentlich weiß ich ja auch, was ich tun will. Ich bin ziemlich gut darin. Nur zählt das im Moment wohl nicht mehr. Jetzt bin ich plötzlich ein Monster. Ja. Vielleicht sollte ich Eintrittskarten verkaufen. Kommen Sie, kommen Sie. Hier sehen Sie einen Vergewaltiger, der auf freiem Fuß lebt. Für den Richter war er unschuldig, aber ist darauf auch Verlass? Ach, Dash, die Leute werden sich auch wieder beruhigen. Dein Fall ist schon bald der Schnee von vorgestern. Ich fühle mich aber jetzt schon so, als hätten mich die meisten längst abgeschrieben. Mir ist klar, dass ich wahrscheinlich der letzte Mensch bin, von dem Sie erwartet hätten, dass er Sie je um Ihre Hilfe bittet. Aber ich weiß, dass Keith nur Ihretwegen diesen Fall vor Gericht gebracht hat. Ohne Ihren Einfluss wäre die Sache nie vor Gericht gegangen. Und nach dem, was passiert ist, wäre das so schlimm gewesen? Es war trotzdem mit Sicherheit richtig. Gina, das war wie ein Aufruf an alle Opfer von Vergewaltigungen, dass sie ja nie aufgeben sollen. An Frauen wie Sie. Das, was mir passiert ist, soll nicht weiteren Angst machen und deswegen brauchen wir Sie dringend. Eden moderiert eine Fernsehsendung über Vergewaltigung. Ich habe zwar keine offizielle Funktion, aber ich halte es für sehr wichtig, dass Frauen wie wir daran beteiligt sind. Es wäre schön, wenn Sie mich dahin begleiten. Woher wissen Sie von meiner Vergewaltigung? Mason hat's mir gesagt. Die Fernsehsendung soll erörtern, wie steht man als Opfer so etwas überhaupt durch. Ich weiß nicht, Julia. In der Öffentlichkeit möchte ich eigentlich lieber nicht darüber reden. Das verstehe ich sehr gut. Das geht doch allen so. Nur nicht darüber reden, weil alle fürchten, dass sie diese Demütigung nochmal durchmachen müssen. Naja, so ist es doch auch. Ich fand die öffentliche Verhandlung vor allen Leuten auch unendlich demütigend und konnte mich nicht dagegen wehren. Und ich bin sicher, dass sie es damals genauso empfunden haben. Aber vielleicht können wir anderen Frauen helfen, es besser durchzustehen als wir. Werden Sie uns helfen? Ich träume immer noch von dem, was passiert ist. Ich konnte niemandem ins Gesicht sehen, weil ich von allen dachte, sie wüssten Bescheid. Ich dachte, es wäre meine Schuld. Wir können das nur überwinden, Gina, wenn wir es direkt angehen. Werden Sie dabei sein? Ich denke, ja. Das ist schon seltsam. Wir stehen zum ersten Mal auf derselben Seite. Kaum zu fassen, oder? Was denn? Dass ich mich für etwas Sinnvolles einsetze oder dass Sie mich hierfür um Hilfe bitten? Beides. Naja, es wird schon gehen. Hoffe ich auch. Und Sie sagen mir noch, wann und wohin ich kommen soll, ja? Ja, mache ich. Ich spreche mit Eden und rufe sie dann an. Vielen Dank, Gina. Ja, Chad, hier ist Robert Barr. Hören Sie. Also, was ist rausgekommen bei dem El Camino-Geschäft? Schon abgeschlossen? Die können wohl nicht warten, hm? Nein, danke. Ich lass mir was ein. Ja, gute Nacht.
Hans Verbindungen zum Tunnel-Syndikat nachgewiesen. Auch gut. Ich bin sicher, Craigs neue Partner kennen das nicht. Und werden mit Interesse lesen wollen, wer er ist. Bobby aufgenommen? Ich war nicht lange genug da, um das rauszufinden. Hm. Der gibt nicht auf, wenn du mich fragst. Nein, ich denke, ich war deutlich genug. Er wird mich richtig verstanden haben. Wahrscheinlich gibt es nur einen Weg, damit er es wirklich kapiert. Und welchen? Naja, zeig dich einfach mit einem anderen Mann. Und zwar mit jemandem, den er ernst nehmen muss. An wen denkst du zum Beispiel, Craig? Nein, so spontan weiß ich niemanden, aber wenn ich nachdenke, könnte ich sicher jemanden finden. Oder die Schlechten aussortieren. Wer bleibt da wohl übrig? Oh, ich will hier nicht vorgreifen. Nein, das kannst du auch nicht. Das also ist der Dank für meine wunderbare Strategie zur Verringerung deines seelischen Übergepäcks, ha? Huh? Dabei hast du nur etwas vergessen. Das geht leicht als Handgepäck durch die Kontrollen. Weißt du, das verstaust du einfach unter dem Sitz und wenn du es mal brauchst, ist es da. Ich denke, dass ich meine nächste Reise noch etwas verschieben sollte. Ein paar Dinge sollte ich vorher noch regeln. Womit fängst du an? Jetzt sollte ich nach Hause gehen und noch mal mit Robert reden. Danke für das Dessert. Keine Ursache, bitte. Die Strategie ist gratis, okay? Aber das Handgepäck kostet was. Zumindest ein Lächeln. Craig, ich verreise lieber ohne Gepäck. Oh, dabei läuft man Gefahr, dass man leicht etwas vergisst, das man dann vermisst. Das weiß ich sehr gut. Die wichtigen Dinge vergesse ich oft. Gute Nacht. Gute Nacht. Niemand gibt dir die Schuld, Jeremy. Ich bin überzeugt davon, dass du alles versucht hast. Ich weiß nicht, was ich machen werde. Ja, genau. Alles klar, danke. Bis dann. Also, Jeremy weiß auch nicht mehr, als wir schon gelesen haben. Ich wüsste ja zu gern, womit Mason diesen Morgen geködert hat. Doch es war mit Sicherheit nicht schwer, ihn zu überreden, mich endgültig abzulösen. Tja, das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Jetzt schließ nicht vorschnell alle Möglichkeiten aus, in Zukunft wieder in dem Verein zu arbeiten. Das mache ich ja nicht. Die haben mich entlassen. Na ja, und? Dann vergiss es. Du findest immer was. Ein so talentierter junger Mann wie du, der findet bestimmt bald was Neues. Wir sehen uns, Dad. Verlass dich drauf. Und vor allem dieses Mal verlieren wir uns nicht aus den Augen. Und wieso stehst du dann so plötzlich auf? Wenn du willst, setze ich mich wieder hin. Nein, es ist schon gut. Du hast genug getan. Deine Unterstützung hat mir viel bedeutet. Ich weiß, wie schwer es für dich war, im Gericht all diese Lügen über deinen Sohn. Ich habe mir ständig gesagt, die reden gar nicht über meinen Sohn, sondern über einen anderen. Und das war richtig. Wir haben recht bekommen. Du bist frei. Nur hat weder der Richter noch die Jury gesagt, was ich jetzt machen soll. Guten Abend. Guten Abend. Du bist fertig zu schlafen. Danke sehr. John. Miss Wainwright. Ich bin wegen eines Klienten hier, der sich offensichtlich verspätet. Ich will schnell etwas Puder auflegen. Ich bin gleich wieder zurück. Ich richte es aus. Danke. Entschuldigung. Ja.
zu klein manchmal. Hören Sie, Julia, ich hoffe, Sie geben mir keine Schuld für das, was zwischen Ihnen und Mason passiert ist. Wie kommen Sie bloß auf sowas, Cassandra? Ich halte Sie nicht im Entferntesten verantwortlich für irgendetwas, das Mason und mich betrifft, falls Sie das beruhigen sollte. Ach, tun Sie nicht. Wieso behandeln Sie mich dann wie Dreck? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist wegen Ihrer bedauerlichen Plumpheit. Sie wollen jetzt hier wohl auftrumpfen, oder? Sie haben zwar, was Sie wollten, doch Sie können Ihren Triumph leider nicht für sich behalten. Na, wieso sollte ich so etwas tun? Sagen Sie es mir. Ist es bloß, weil Sie nachtragend sind und gemein? Oder einfach bloß Unsicherheit? Cassandra, entweder man hat eine gewisse Klasse oder auch nicht. Und deswegen werden Sie manche Positionen in der Gesellschaft niemals erreichen. Na, wenigstens kenne ich mehrere Positionen, meine Liebe. Oh ja. Und ich bin sicher, Sie wissen auch, wie man sie dann behält. Ja, das können Sie glauben, Julia. Und nicht nur das. Das ist noch zu wenig. Ich habe ja Fantasie. Und nicht nur im Bett ist es hervorragend. Er kann jetzt zu sich kommen und neue Energie schöpfen, nachdem Sie ihn schon beinahe fertig gemacht hatten. Denn Sie haben ja immer bloß gejammert und rumgemäkelt an ihm und seinen Geschäften und Ambitionen. Nun, ich denke, was Sie nicht akzeptieren konnten, war, dass er außer Ihnen auch noch andere Interessen hatte. Sie wollten ihn vollkommen abhängig machen, nur das klappte nicht. Und anstatt ihn zu unterstützen, haben Sie ihn fast erstickt. Ganz recht. Ich war nicht der Grund für den Bruch mit Mason, Julia. Der hat längst vor mir stattgefunden. Wenn wir beide dafür einen wichtigen Grund erfinden, dann kannst du Mom auch überzeugen, dich gleich zu heiraten. Ja, zum Beispiel? Keine Ahnung. Es müsste einfach sein, aber auch ein Tick Wahrheit enthalten. Ein Tick Wahrheit auch noch. Zum Beispiel, als du auf der Flucht warst. Ist ein Mädchen schwanger geworden. Und die hat zwei furchtbar gefährliche Brüder. Sowas wie die Hells Angels. Die wollen dich zwingen, die Schwester zu heiraten? Oder sie wollen die mit ihren Messern... Halt schon gut, ich kenne das Ende. Und du sagst, Mom, nur wenn du eine Frau hast, lassen sie dich laufen. Das halte ich jetzt doch für etwas zu weit hergeholt. Du bist doch für solche blöden Situationen bekannt. Ja, das musst du mir nicht sagen. Das ist der einzige Weg, damit Mom die Idee von einer Riesenparty fallen lässt. Ich weiß, dass sie das nie freiwillig tut. Und ich will nicht, dass Mom enttäuscht ist. Das will ich auch nicht, Brandon. Aber du kennst deine Mom. Wenn die sich etwas in den Kopf gesetzt hat... Kannst du denn nicht irgendwas tun? Ich könnte Gina höchstens noch entführen und zum Jawort zwingen. Sonst nichts weiter. Ich habe Riesenangst, dass deine Mom wieder mal irgendeine verrückte Show abzieht und die ganze Stadt lacht uns aus. Das würde mir nach dieser Nichols-Verhandlung jetzt gerade noch fehlen. Nein, Brandon, ich denke, wir werden das schon durchstehen. Und ich hoffe bloß, deine Mom passt auch gut auf. Nee. Völlig umsonst, diese Lektion über die Bienen. Du gehörst ja an die Leine. Hey, ich bin alt genug zu gucken. Hey, das ist wie die Sonne rum hier und du wirst blind. Dann bloß ein Auge. Guten Abend. Bisher war er ganz gut. Oh, Craig, welch eine Freude, Sie zu sehen. Was wollen Sie, Flame? Ein Drink wäre nicht schlecht. Bestellen Sie doch einfach einen. Sie sind ja so charmant. Was hatten Sie erwartet? Kleine Gags vielleicht? Oder ein paar flotte Sprüche oder womöglich schmutzige Witze? Sie könnten zumindest ein wenig dankbarer sein, denn immerhin habe ich geholfen, Kellys Leben zu retten, genau wie das Ihrer Schwester. Das haben Sie wohl inzwischen vergessen. Oh je, woran wird das wohl liegen? Das muss damit zu tun haben, dass die beiden ohne Sie überhaupt nie in Gefahr gewesen wären. So ist das nicht passiert. Wenn Sie mir einmal zuhören könnten, warum fahren Sie nicht mal nach Tibet? Vielleicht hört man Ihnen dazu, aber hier glaubt Ihnen niemand mehr Ihre Lügen. Es ist Zeit abzuhauen, Schätzchen. Ach, nein, noch nicht. Ich möchte gern noch etwas hierbleiben.
Ah ja, wie kommt das? Hat Ihr Freund ein Vermögen zu vererben? Gut, dann zahlen Sie den auch. Nein. Quinn hat mir schon etwas mehr hinterlassen. Sie denken wohl, Sie wüssten alles, was es über mich und Mason zu wissen gibt. Ich denke, ich weiß, wo Sie falsch lagen. Sehen Sie? Sie wissen überhaupt nichts. Was denken Sie, unterscheidet uns am meisten? Ich bin die Gegenwart und Sie Geschichte. Nein. Sehen Sie, ich kenne ihn einfach besser. Sie wollen ihn unter Ihrer Kontrolle haben. Nur leider gibt es niemanden auf dieser Welt, der Mason nach seiner Pfeife tanzen lassen kann. Nicht mal sein eigener Vater. Und jemand, der ihn liebt, versucht das gar nicht erst. Aber das werden Sie nie verstehen. Denn Sie interessiert ja bloß, was Ihnen das Leben mit Mason einmal bringen könnte. Also, was es mir bisher gibt, ist unendliches Vergnügen. Und ich denke, dass ihm das auch gefallen wird. Und das verwirrt den armen Mann, weil er so etwas ganz offensichtlich nicht gewohnt ist. Ganz gleich, wie tief er jemals gesunken ist. Und egal, wie hoch er dann wieder geflogen ist. Ich war fast immer an seiner Seite. Und all das kann ihm niemand ersetzen. Wir werden ja sehen. Warten wir es ab. Cassie. Mason wird ihrer sehr schnell überdrüssig sein, und zwar noch ehe sie sich an ihn gewöhnt haben. Sie werden sich fragen, wie das passieren konnte, wo es doch scheinbar die beste Zeit ihres Lebens war. Und das vielleicht Traurigste ist, so wie sie jetzt leben, stimmt es wahrscheinlich sogar. Und vergiss nicht, was ich gesagt habe. Okay. Und wie war eure Strategiesitzung? Habt ihr einen Weg gefunden, wie ihr die Wähler einwickelt? Klar haben wir. Hör zu, Kumpel. Wolltest du nicht eigentlich deine Rede nochmal überarbeiten? Okay. Freunde, hört zu. Und sprecht mir nach. Nie mehr nachsitzen. Ich hoffe, er lernt von dir nicht bloß lauter schräge Tricks. Du solltest mich eigentlich besser kennen. Außer natürlich, er interessiert sich für die richtige, ernste Politik. Also, was wollte meine Ex-Mandantin von dir? Eigentlich nichts Besonderes. Was, nichts Besonderes? Also hör mal. Julia Wainwright macht dir höchstpersönlich einen Besuch und dann noch wegen nichts Besonderem? Das ist doch sehr erstaunlich. Na, wenigstens ist ja das Zimmer heil geblieben. Oder hat dir vielleicht jemand beim Aufräumen geholfen? Keith, wir hatten eine absolut zivilisierte Unterhaltung. Aha, worüber denn? Du willst das unbedingt wissen, hä? Sie hat mich gebeten, in einer Sendung aufzutreten, die von Eden moderiert wird. Oh, welcher Abschnitt deines Lebens erscheint den Damen denn auf einmal so interessant fürs Fernsehen zu sein? Das Thema ist Vergewaltigung. Ich nehme an einer Diskussion teil mit Julia und anderen Frauen, die alle mal Opfer einer Vergewaltigung waren. Und ich werde darüber sprechen, was mir passiert ist, als ich 13 war. Keith, bitte reg dich nicht auf. Ich mache das bloß, um damit anderen eventuell zu helfen. Sehr respektabel. Was? Ich finde die Idee sehr gut. Wirklich? Und ich bin stolz auf dich, dass du dazu gesagt hast, denn das wird sicher nicht ganz einfach für dich. Und du hast keine Einwände? Was denn für Einwände? Ich hatte Angst, dass du... Naja, es ist ja nicht gerade das, was einer gern von seiner zukünftigen Frau im Fernsehen hört. Wie kannst du eigentlich nur annehmen, ich sei so unsensibel? Dass ich mich dagegen sträube, wenn du etwas tust, das womöglich vielen anderen Opfern helfen kann. Naja, ganz so sicher war ich mir nicht. Das trifft mich. Ich weiß zwar, ich bin nicht berühmt für meine Progressivität, aber ich weiß doch noch immer, was wichtig ist. Und Vergewaltigung ist nun mal ein wichtiges Problem. Und ich glaube, zu dessen Lösung kannst du mit dem Auftritt sicher ein wenig beitragen. Und wenn es für uns persönlich auch noch so unangenehm ist, du meine Güte, mach es. Ja, und weiter? Tja, nichts weiter. Ich meine es ernst. Wo ist der Haken? Komm schon, Keith, sag es mir. Und was ist da für dich drin? Na,
wo du es ansprichst. Ich dachte mir nur, es könnte ganz hilfreich sein, wenn du im Rahmen der Sendung auch meinen Namen mal fallen lässt. Na, sieh einer an, das habe ich doch geahnt. Du weißt doch, Nichols Freispruch hat meinem Ruf als Staatsanwalt mehr als geschadet. Besonders nach diesem katastrophalen Versuch, einen Capwell für den Armitage-Mord verantwortlich zu machen. Also wenn du unter Umständen während der Sendung andeuten würdest, wie sehr auch dem Bezirksstaatsanwalt die Strafverfolgung von Vergewaltigern am Herzen liegt, weißt du, ich finde es ekelerregend. Ich hätte wissen sollen, dass du so etwas nur unterstützt, wenn du Vorteile für dich siehst. Vorteile? Meine Karriere steht doch jetzt wegen dieser beiden dummen Prozesse auf dem Spiel. Wenn du Opfern helfen willst, dann sieh doch einfach mich an. Ich wünschte, ich hätte mich nie überreden lassen, diesen verdammten Vergewaltigungsfall zur Anklage zu bringen. Vergessen Sie getrost die Vorstellung, dass man vorher wissen kann, was in einem Gerichtsprozess geschieht. Und hätten wir die besten Argumente, es ist nie sicher. Einigen sieht man ihre Schuld an und sie kommen frei wieder raus. Was ist mit der Gerechtigkeit? Sie wollen Gerechtigkeit, Mr. Powers? Dann schlage ich vor, dass Sie mit den Zahlungen für den Kindesunterhalt an Ihre Frau sofort anfangen. Wenn Sie mehr rausholen wollen, tut es mir leid. Das liegt in den Händen der Götter. Aber eins wird Sie vielleicht trösten. Ach ja? Was denn? Dieser fiese Trick, den Sie gegen Ihre Frau abziehen wollen, ist zwar unmoralisch, doch das ist irrelevant. Also Kopf hoch, Mr. Powers. Sogar Jack the Ripper könnte heutzutage freigesprochen werden. Mr. Summers, Capwell Oasis ist so konzipiert, dass es alle Anlagen seiner Art in den Schatten stellt. Natürlich werden wir Hilfe brauchen, damit die Welt davon erfährt. Und Summers & Company ist immerhin die mächtigste Werbefirma der Welt. Das klingt doch nach mehr als einer vielversprechenden Geschäftsverbindung, finden Sie nicht auch? Anfangs stellen wir eine Barauslage zur Verfügung, ausreichend ausgestattet für den Start einer massiven Medienkampagne. Ebenso die nötigen Rücklagen, damit sie weiterlaufen kann. Wir zielen generell auf den Weltmarkt. Und wir garantieren Ihnen selbstverständlich Kooperation in jeder Hinsicht. Ich sehe hier die Basis für eine profitable Partnerschaft. Sie nicht auch? Ja, das wäre immerhin möglich. Wäre da nicht noch die Tatsache, dass wir hier einen gewissen Interessenskonflikt sehen? Sehen Sie, wir betreuen bisher unter anderem die La Playa-Anlagen. La Playa? Auch wunderschön. Ein wunderschönes Projekt, doch keine Konkurrenz für die Oase. Obwohl ich keine Ahnung habe, was die La Playa für ihre Dienste in Rechnung stellen, bin ich gewillt, das Doppelte zu zahlen. Was sagen Sie dazu? Tut mir leid, Mr. Powers. Ich werde Sie nicht länger beraten. Ich kann weder Sie noch Ihren Fall leiden und bin mir als Anwältin zu schade dafür. Wenigstens sind Sie ehrlich. Alles andere hätte auch keinen Zweck. Ich kann Ihnen nur raten, gehen Sie zu einem meiner Kollegen. Sie finden mit Sicherheit einen Anwalt, der Sie ohne moralische Bedenken gegen Ihre Ex-Frau vertreten wird. Ich bin die Falsche dafür. Ich danke Ihnen vielmals, Mr. Summers. Gute Nacht. Wir bleiben in Verbindung. Gute Nacht. Nein. Ich möchte ihn nur auf den Arm nehmen. Er ist nicht von dir. Hörst du, Robert? Dieses Baby gehört mir allein. Lass uns endlich zufrieden, mich und mein Baby. Robert, hörst du, ich will das nicht. Lass uns zufrieden. Was für ein Abend. Sind wir gut oder nicht? Wir sind die Besten. Keiner kann uns widerstehen. Oh, jetzt kann uns keiner mehr aufhalten. Oh, hast du Summers Gesicht gesehen? Dem trat schon fast Schaum vor den Mund, nur bei dem bloßen Gedanken an unser Geschäft. Ich bin eigentlich sicher. Er dachte dabei mehr an seine wirklich außergewöhnlichen Gewinne. Oh, na, du hast den Preis ja auch einfach verdoppelt. Und ich würde es unzögern wieder machen, denn im Endeffekt können wir dabei nur gewinnen. Wovon ich ausgehe. Wir haben es geschafft, Pa. Endlich geschafft. Oh, Summers & Company schaffen es und machen die Capwell-Oase weltberühmt. Oh, schon sehr bald wird man uns überall. Oh, Mason,
Du warst heute Abend einfach großartig. Mann, das haben wir zusammen. Oh, wir sind so gut zusammen. Wir passen immer zusammen. Und das ist ja erst der Anfang. Nur dürfen wir nicht den Kopf verlieren. Wir dürfen jetzt nicht durchdrehen. Wir müssen darauf achten, dass uns keine Außenstehenden irgendwie dazwischen kommen. Wir beobachten jede Bewegung. Das ist deine Aufgabe. Ich will, dass du ein Auge darauf hast. Das will ich. Und zwar höchstpersönlich. Dr. Jameson? Hallo, hier ist Kelly Capwell. Tut mir leid, dass ich so spät noch anrufe. Aber ich konnte nicht schlafen und es ist sehr wichtig. Es geht um das Baby, die Schwangerschaft. Soweit gut, ja. Dr. Jameson? Ich habe mich jetzt entschieden. Ich will eine Abtreibung. Dash, ich suche Stephen Slade. Haben Sie ihn gesehen? Wieso habe ich eigentlich jedes Mal, wenn ich einen Polizisten sehe, das Gefühl, ich werde verhaftet? Sie haben großes Glück. Sie sind oft in Julias Nähe und trotzdem laufen Sie noch frei herum. Ich will Sie nicht verhaften oder mit Ihnen über Julia reden. Wissen Sie, wo Stephen Slade sich gerade aufhält? Also offen gesagt suche ich ihn selbst schon seit gestern Morgen. Wir wollten zusammen frühstücken. Als er nicht kam, habe ich ihn angerufen. Doch es war nur der Anrufbeantworter dran. Ja, haben Sie den Manager gefragt? Ja, ich habe ihn gefragt, aber er hat Stephen ebenso wenig gesehen. Er sagt, er sei hier seit 2 Tagen nicht mehr gewesen. Hm. Ich habe keine Ahnung, wo er noch sein könnte. Ich habe ihn überall gesucht. Haben Sie eine Idee? Nein. Hat er Schwierigkeiten gemacht? Schön, dass Sie sich darum kümmern konnten. Vielen Dank. Und ganz besonderen Dank für diese Information. Ich melde mich dann bei Ihnen. Wiederhören. Eine weitere Produktionsfirma, die darum bettelt, für die Capwell-Oase Werbung machen zu dürfen. Ich sage Ihnen einfach, Sie sollen sich an unseren Kunstexperten und unser überaus kostspieliges PR-Genie Barry Summers wenden. Das werde ich tun, sobald es endlich ganz offiziell ist, dass Mr. Summers unseren Wettbewerb gewonnen hat und feststeht, dass er ab jetzt nur noch uns vertreten wird. Gut so, Cassie. Trau dem Wort von niemandem, bevor du es nicht schriftlich hast. Die letzte Nacht war unglaublich. Geradezu eine Offenbarung. Ich dachte immer, Arbeit kommt vor dem Vergnügen. Ich wusste nicht, dass man beides miteinander verbinden kann. Ja, wir sind eben ein gutes Team, nicht wahr? Hm. Mason, nichts und niemand kann uns irgendwelche Grenzen setzen. Ein hervorragendes Konzept für eine außergewöhnliche Beziehung. Um unser Energielevel aufrechtzuerhalten, sollten wir jetzt etwas Nahrung zu uns nehmen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Kann ich dich dafür gewinnen, mit mir zu frühstücken? Dazu bedarf es keiner großen Überredungskunst. Oh. Was? Das hätte ich fast vergessen. Der erste Teil der Vergewaltigungsreportage fängt jetzt gleich an. Das würde ich gern sehen. Nach der Einführung werde ich jede von euch einzeln ansprechen. Und ihr erzählt mir dann eure Erfahrungen. Habt ihr noch Fragen? Ich habe eine. Ja, Leila. Kann ich irgendetwas gegen die Aufregung tun? Ich bin noch nie im Fernsehen gewesen und ich habe noch nie öffentlich über das gesprochen, was mir passiert ist. Hören Sie, ich finde es großartig, dass ein junges Mädchen wie Sie sich traut, hier über so etwas zu reden. Als ich so alt war wie Sie, hätte ich am liebsten alles verdrängt. Und ich fühle mich im Moment so furchtbar nervös und ich glaube, ich werde gleich umfallen. Ich bin auch vor jeder Show immer wieder nervös, glauben Sie mir. Und diesmal ganz besonders, weil ich in diesem Fall auch Mitbetroffene bin.
Ich bin Ihnen allen wirklich dankbar, dass Sie sich bereit erklärt haben, mitzumachen. Trotz meiner Angst denke ich, es ist gut, darüber zu sprechen. Ich gehe ran, entschuldigen Sie mich. Hier, Eden Castillo. Es ist schön, deine Stimme zu hören. Aber ich muss zugeben, dass ich langsam die Geduld verliere. Ich warne Sie, lassen Sie mich in Ruhe. Hören Sie auf, mich zu belästigen. Danny! Bitte fragen Sie mich, bevor Sie irgendwelche Anrufe durchstellen. Tut mir leid, es wird nie wieder vorkommen, okay? Bitte. Alles in Ordnung? Ach, es geht mir gut, es war nur jemand, der wahllos Leute am Telefon belästigt. Geht's dir wirklich gut? Ja, glaub mir. Also, meine Damen, es geht gleich los. Ruhe im Studio, bitte. Okay, und 5, 4, 3, 2. Guten Tag, hier ist Eden Castillo für KSB TV. Sie sehen heute eine Reportageserie zum Thema Vergewaltigung. Wir sprechen über eine besondere Form der Vergewaltigung durch Angehörige und Bekannte. Das Thema ist so geläufig, dass es schon fast alltäglich ist, darüber zu reden. Aber wenn Sie darüber nachdenken, gibt es kaum etwas Verabscheuungswürdigeres. Denn Angehörige und Freunde sind Vertraute. Doch sie missbrauchen das Vertrauen. Und die Frauen erleiden einen schweren seelischen Schaden. Die meisten Frauen können sich nicht überwinden, die Vergewaltigung durch einen Nahestehenden zur Anzeige zu bringen. Aber in letzter Zeit sind immer mehr Frauen bereit, über ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Die meisten von ihnen dürften wissen, dass ich selbst auch vergewaltigt wurde. Ich kannte auch denjenigen, der mir das angetan hat, aber ich war mir zunächst über seine Doppelrolle nicht klar. Und ich hatte nie einen engen Kontakt zu ihm. Das unterscheidet meinen Fall von den Fällen der Frauen, die heute hier sind. Meine drei Gäste kannten und vertrauten dem Mann, der sie angeblich vergewaltigte. Der Grund, weshalb ich sagte angeblich, ist, dass keiner dieser Männer davon überzeugt war, eine Straftat begangen zu haben. Der Mann, der angeklagt war, Julia Wainwright vergewaltigt zu haben, wurde vor Gericht freigesprochen. Gina Timmons war ein Teenager, als es geschah. Lila Sanchez hat niemals Anklage erhoben. Der Mann, der mir das angetan hat, starb, ehe man ihn vor Gericht stellen konnte. Sie sehen vier Frauen vor sich, die die gleiche schreckliche Erfahrung gemacht haben. Die versuchen, mit dem zurechtzukommen, was ihnen passiert ist. Diese einen tragischen Erfahrung, die alles für sie verändert hat. Die meisten Männer, die eine Vergewaltigung... Mrs. Henderson, hier spricht Officer Donnelly von der Santa Barbara Polizei. Ich bin unter 555-4810 zu erreichen. Ich muss so bald wie möglich mit Ihnen sprechen. Oft handelt es sich bei den Tätern um Menschen, die... Ich habe ganz vergessen, dass das läuft. Die Täter empfinden sich diskreditiert. Sie haben Angst, dass ihr Ruf ruiniert wird und sie ihr Ansehen, das des anständigen Mannes verlieren. Wieso rückt sie nicht offen damit heraus, dass der Schnickels Abschaum ist und ins Gefängnis gehört? Sie gehören auch zu denen, die glauben, Julia würde niemals lügen. Hm? Nicht, wenn es um sowas geht. Soll ich Ihnen was sagen? Das Gericht hat mich freigesprochen. Aber ich werde durch den Schmutz gezogen, durch das, was Julia verbreitet. Ich habe meinen Job verloren. Sehen Sie, wie mich die Leute hier anstarren? Wieso gehen Sie nicht einfach nach Hause und sehen es sich doch? Weil ich unschuldig bin und mich auch nicht wie ein Schuldiger verhalten will. Sagen Sie bitte, könnte ich einen Kaffee haben? Natürlich, bitte. Danke. Haben Sie was über Steven rausgefunden? Ich hatte Angst.
Ich habe seine Vermieterin angerufen. Sie ist nicht da gewesen. Heute Morgen habe ich mit Laken geredet. Sie ist eine seiner Schülerinnen. Sie sagte, er hätte sich heute Morgen nicht blicken lassen und er hätte auch keinem seiner Studenten abgesagt. Das ergibt keinen Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass er eine Verabredung mit mir vergisst, weil er etwas Zeit braucht, um einen klaren Kopf zu kriegen, aber er würde sicher niemals seine Schüler vergessen. Dafür kümmert er sich viel zu viel um sie. Deswegen wirkten die Schüler auch so niedergeschlagen, weil Steven offensichtlich immer einen großen Wirbel darum gemacht hat, dass alle pünktlich erscheinen. Und dann kommt er selbst nicht, ohne vorher abzusagen. Tja, ich habe keine Ahnung, was da los ist. So ein Zufall, dort kommt seine Vermieterin. Guten Tag, Sie sind doch der Schnickels. Ja, der bin ich. Schön, Sie zu sehen, Mrs. Henderson. Tom Slade ist einer meiner Mieter. Ja. Ich denke, Sie haben mich bestimmt noch nicht oft gesehen oder wahrgenommen, aber ich Sie. Sie sind ja jetzt immer in den Zeitungen. Ich freue mich, dass Sie von der Anklage freigesprochen worden sind. Ich denke, dass Sie einfach nur frustriert war. Ich meine, Sie hat den Capwell nur wegen des Geldes geheiratet. Mrs. Henderson, ich bin Officer Dunnelly. Oh, Sie sind derjenige, der mich angerufen hat. Ich habe es nicht rechtzeitig zum Telefon geschafft. Doch dann bin ich gleich hergefahren. Ich bin noch nie zuvor hier gewesen. Ich habe Mr. Slade versprochen, wir würden mal hier vorbeischauen, aber mein Mann vom Fernseher wegzukriegen ist so gut wie unmöglich. Glauben Sie mir. Verstehe. Er sitzt im Moment auch gerade davor. Ja, er sieht sich genau diese Sendung an. Er ist verrückt auf diese Eden Castillo. Mir gefällt ehrlich gesagt Ihre Frisur nicht so besonders. Tja, naja. Wollen Sie sich nicht setzen? Entschuldigen Sie uns. Mrs. Henderson. Denken Sie bitte genau nach. Haben Sie Steven Slade in den letzten Tagen irgendwann mal gesehen? Nein, seit vorgestern schon nicht mehr. Und ich habe genau darauf geachtet, ob er da ist. Oh, wissen Sie, als ich hörte, dass ein Polizist seinetwegen angerufen hat, da kriegte ich sofort so ein komisches Gefühl in der Magengrube. Weswegen denn? Weil sein Auto in der Garage steht und er nirgends zu sehen ist. Nach dem, was sich in der Nacht davor abgespielt hat, bin ich ein wenig besorgt. Was ist denn da passiert? Es hat mich aus dem Schlaf gerissen und Sie können mir glauben, so wie Hank schnarcht, kann ich es mir nicht leisten, zu viel Schlaf zu verlieren. Er schnarcht, als Mrs. ob... Mrs. Henderson, wodurch genau wurden Sie in dieser Nacht aufgeweckt? Durch eine Frau. Sie und Mr. Slade haben sich gegenseitig angeschrien. Es ist mir passiert, als ich 13 war. Als meine Eltern herausfanden, dass ich schwanger war, haben sie sich so geschämt, dass sie beschlossen haben, mich von der Schule zu nehmen und mich zu Hause zu verstecken. Ich hatte nicht den Mut, wegzulaufen, so wie sie. Vielleicht, wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre. Ich denke, dass meine Mutter sogar erlaubt hätte, dass ich das Baby behalte, aber nicht mein Vater. Er schämte sich vor seinen Freunden und vor unseren Nachbarn. Er verlangte, dass ich mein Kind zur Adoption freigebe und ich denke, dass ich mit 13 keine gute Mutter gewesen wäre. Ich hatte allerdings auch keine Chance, es rauszufinden. Als ich meine Tochter das nächste Mal wieder sah, war sie bereits erwachsen. Wir sind uns natürlich fremd gewesen. Was geschah dem Mann, der sie vergewaltigte? Nichts. Er war ein Highschool-Footballstar. Dazu kommt noch, dass er im selben Team wie mein Bruder gespielt hat. Ich habe meinem Bruder nie gesagt, wer es getan hat, weil ich Angst hatte, er könnte versuchen, diesen Kerl umzubringen. Und dann durch meine Schuld im Gefängnis landen würde oder sowas. Ich weiß nicht mal, ob er mir geglaubt hätte. Weil dieser Kerl von jedermann bewundert wurde. Er war einfach unantastbar, sowas wie ein Held. Er ging auf ein sehr angesehenes College und bekam ein Sportstipendium. Also saß ich Monat für Monat zu Hause herum und wurde immer trauriger und frustrierter. Und ich durfte inzwischen verfolgen, wie erfolgreich dieser Typ war. Ich erinnerte mich an den Ausflug, den wir gemacht haben. Er hatte ein neues Auto und er fragte mich, ob ich nicht Lust auf eine Spritztour hätte. Er stellte die Sitze runter und fing an mir rumzufummeln. Ich flehte ihn an, damit aufzuhören. Ich sagte ihm, er soll mich nach Hause fahren, doch er dachte überhaupt nicht daran. Ich konnte nicht weglaufen, ich dachte, er würde mich umbringen. Ich glaube, er hat auch etwas in mir getötet. Ich meine das, was man braucht, um anderen zu vertrauen.
Danach sah ich alles mit anderen Augen. Ich sah auch mich selbst mit anderen Augen. Ich dachte, vielleicht hätte ich es verdient oder es wär mir passiert, weil ich von Grund auf schlecht bin. Und ich wusste nicht, ich kam mit diesen Gefühlen nicht klar und ich richtete sie gegen mich selbst. Ich begann, mich mehr zu hassen als ihn. Wie denken Sie jetzt darüber, nach all diesen Jahren? Ich weiß es nicht genau. Ich denke, ich habe es geschafft, mir zu verzeihen. Und ich habe festgestellt, dass es ganz und gar nicht meine Schuld gewesen ist. Keine Frau sollte sich von einem Mann zu etwas zwingen lassen, nur weil er stärker ist als sie. Er hat kein Recht dazu. Nicht ich bin ein schlechter Mensch, sondern er. Tja, das sind die guten Neuigkeiten. Und was sind die schlechten, Gina? Ich habe mich danach nie mehr sicher gefühlt. Allein die Vorstellung, dass jemand so viel Unheil anrichtet und vollkommen ungeschoren davonkommt, dagegen muss man etwas tun. Wenn man ihn bestraft hätte, hätte er vielleicht begriffen, was er mir angetan hat. Aber stattdessen waren Sie diejenige, die bestraft wurde. Und er hat wahrscheinlich nicht mal eine schlaflose Nacht gehabt. Das, worüber Sie gesprochen haben, Gina, ist, wie allein und isoliert sich ein Vergewaltigungsopfer fühlt. Du bist plötzlich ein anderer Mensch. Du kannst das, was passiert ist, nie vergessen. Ich hatte immer das Gefühl, ich wäre besser dran gewesen. Ich hätte vielleicht ein besseres Leben gehabt, wenn ich damals diese Fahrt nicht mitgemacht hätte. Wir machen jetzt eine Pause und melden uns in einer Minute. Ich möchte wissen, ob das wahr ist. Ich kann nicht glauben, was du da sagst. Nicht, dass sie vergewaltigt wurde, aber dass es ihr Leben verändert hat. Ich kenne sie seit langer Zeit. Ich kann sie mir einfach nicht anders vorstellen, als sie ist. Ja, und wahrscheinlich wollte sie es sogar. Warum hat sie sich nicht zurückgelehnt und es einfach genossen? Das habe ich weder gemeint noch gesagt. Was ist mit dir los? Nichts. Jedenfalls nichts, was du verstehen könntest, Mason, denn du bist ein Mann und ein privilegierter Mann noch dazu. Du lebst in deiner eigenen Welt und denkst, du kannst selbstverständlich alles kontrollieren, was dir passiert. Und weißt du was? Du kannst es sogar. Ich hätte niemals erwartet, dich sowas sagen zu hören. Wieso? Weil du denkst, dass ich ganz anders bin? Mason, ich beklage mich nicht. Ich bin nur einfach sehr gut mit der Realität vertraut. Und die wäre? Dass Männer in erster Linie das Rennen machen und Frauen, wenn sie großes Glück haben, ihnen vielleicht dabei helfen dürfen. Dieser Filmbericht hat dich offensichtlich ziemlich beeindruckt. Ich denke, jeder Frau wird es schwerfallen, das zu sehen, ohne beeindruckt zu sein. Mason, jeder Frau könnte das passieren. Und ebenso gut mir. Ja, du hast recht. Gott sei Dank ist es das nicht. Ja, ich werde mir eine Tasse Kaffee holen. Willst du auch irgendetwas? Nein, danke. Konnten Sie etwas von dem verstehen, worüber sich Mr. Slade und diese Frau gestritten haben? Officer Donnelly, für was für eine Sorte Vermieterin halten Sie mich? Ich schnüffle mein Mieterlicht hinter hier und ich klatsche nicht über Sie. Wenn Sie Ihre Miete bezahlen und korrekt sind, lasse ich Sie in Ruhe. Ich würde nie... Ja, verstehe. Nur ist es so, dass wir noch keinen anderen Anhaltspunkt haben. Falls Sie irgendeine Vermutung haben, dann... Ja, wissen Sie, ich hatte meine Ohrstöpsel drin. Ich muss sie immer reinstecken, verstehen Sie, weil mein Mann so schnarcht. Als ich auf die Idee gekommen bin, sie rauszunehmen, war der Streit vorbei. Also konnten Sie sozusagen nichts hören und sehen? Konnten Sie auch nichts, richtig? Ich sagte nicht, dass ich nichts gesehen hätte. Officer Donnelly, Sie sollten sich mal ein paar Krimis im Fernsehen ansehen, weil Sie einiges darüber lernen können, wie man Zeugen befragt. Sagen Sie mir bitte nur, was Sie gesehen haben. Gut, ich hörte Mr. Slades Tür zu fallen, also habe ich aus dem Fenster rausgeguckt und gesehen, wie diese Frau wegging. Mann, oh Mann, sah die sauer aus. Man konnte sehen, wie sie dann abließ. Ja, schon gut, ich verstehe. Könnten Sie mir bitte diese... Frau beschreiben. Sicher kann ich das. Es ist ein Glück, dass ich meine Brille nachts nicht brauche. Okay, wissen Sie, ich brauche sie nämlich nur beim Zeitunglesen für das ganz kleine. Mrs. Henderson, bitte. Oh ja, ich weiß, ich quatsche immer viel zu viel. Okay, wie sie ausgesehen hat. Sie war hinreißend, einfach hinreißend. Okay, schon gut. Zum Glück hat mein Mann sie gesehen. Ich bitte Sie sehr, versuchen Sie doch ein kleines bisschen konkreter zu werden. Ja, natürlich mache ich. Sie war dürr. Manche Männer nennen sowas schlank. Sie war mittelgroß und sie hatte bildschöne, lange, rotbraune Haare.
geht weiter. Bist du sicher, dass du noch mehr hören willst? Mason, es tut mir leid, ich wollte dich nicht hören. Du musst dich nicht entschuldigen. Aber du musst verstehen, dass es etwas einschüchternd war für mich. Ich schäme mich für mein Geschlecht, wenn ich sowas höre. Das ist wirklich sehr einfühlsam. Ich gehe an. Hallo? Ja? Michael, hallo. Ich finde, das ist etwas kurzfristig. Tja, ich bin ziemlich beschäftigt. Ja, wenn es wichtig ist. Okay, ich werde dann so schnell ich kann kommen. Ich fürchte, wir müssen unser Essen heute ausfallen lassen. Ich habe eine Verabredung, die ich völlig vergessen hatte. Hat es was mit der Eröffnung der Capwell-Oase zu tun? Ja, genau. Ich treffe mich gleich mit dem Dekorateur, der den Maskenball vorbereitet. Das ist eine gute Entschuldigung. Treffen wir uns hinterher noch im Dschungel? Okay. Es dauert nicht lange. Gut. Amüsier dich. Ich versuch's. Ich habe eine Tochter. Sie ist 3 Jahre alt. Und der Gedanke, dass ihr irgendetwas zustoßen könnte, ist unerträglich für mich. Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas je passieren könnte. Ein Unglück kann immer mal geschehen. Laut Statistik spricht alles dafür, ob es ein Autounfall ist oder ein Feuer. Doch damit wäre ich fertig geworden. Wissen Sie, ich hätte nie für möglich gehalten, dass ein anderer Mensch mein Vertrauen durch einen einzigen Akt der Gewalt völlig zerstören könnte. Kann ich dieses Vertrauen je wiederfinden? Ja, ganz sicher mit der Zeit. Ich denke Wochen und manchmal Monate nicht darüber nach. Man heilt Schritt für Schritt. Die Ängste sind noch da, doch man lernt damit zu leben. Ich glaube, es hilft, wenn man verständnisvolle Leute kennt, mit denen man reden kann. Und wenn es mehr davon geben würde, wäre ich sehr glücklich. Ich denke, Ihre Liebe zu Ihrer Tochter wird Ihnen sicher helfen, das durchzustehen, Julia. Ich wollte auch schon 1000 Mal alles aufgeben. Doch dann dachte ich an mein Kind und hielt durch. Das ist ein guter Rat. Es ist wichtig, dass Sie nicht auch zu Opfern werden. Dass wir es sind, reicht doch, oder nicht? Du hast den Strafprozess verloren, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, einen Zivilprozess anzustreben. Ich habe schon viel darüber nachgedacht. Es wird ein langes und teures Verfahren werden. Das Einzige, was für mich herausspringen würde, wäre Geld. Aber würden Sie sich dadurch nicht rehabilitiert fühlen? Viele Leute sind der Ansicht, du solltest das Gerichtsurteil akzeptieren und die Sache einfach fallen lassen. Das willst du aber nicht, oder? Nein, auf keinen Fall. Das Gericht mag vielleicht Zweifel gehabt haben, aber ich nicht. Der Mann ist schuldig. Wir müssen leider hier Schluss machen. Die Sendezeit ist vorüber. Oh, hey Karen, Jenny, wie geht es? Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen. Und was gibt's Neues? Arbeitet ihr immer noch in diesem Büro? Das Thema ist wirklich uninteressant. Es interessiert mehr, ob du Julias Aussage ignorierst. Wieso seid ihr davon überzeugt, dass Julia die Wahrheit sagt? Wir haben jahrelang zusammengearbeitet. Dieselben Interessen vertreten, ihr wisst, was für ein Mensch ich bin. Und wir Frauen lügen ja sowieso immer, wenn es um Vergewaltigung geht. Was soll ich denn dazu noch sagen? Eine Frau hat mich angezeigt und ich bin schuldig, weil ich ein Mann bin. Erwartest du etwa, dass ich glaube, Julia lügt? Ich weiß, dass sie ein ehrlicher Mensch ist. Sie hat auf jeden Fall wesentlich weniger Gründe zu lügen. Weniger Gründe als ich, weil ich nur so ein Idiot bin, der versucht, auf seine Kosten zu kommen. Ich kann ja sowieso nicht die Wahrheit sagen, weil ich ein Mann bin. Wisst ihr was, ihr zwei? Haltet euch besser von mir fern. Ich bin ein sehr gefährlicher Typ. Wiedersehen. Na toll, Kerl. Sie mussten nicht zu lange warten. Ich bin so schnell gekommen, wie es geht. Ich freue mich, dass Sie kommen konnten. Sie sagten mir, dass es wichtig sei, also habe ich eine andere Verabredung abgesagt. Ich habe leider nicht viel Zeit. Ja.
Wir haben wirklich sehr viel Arbeit mit der Kerpol-Oase, weil sie termingerecht fertig werden soll. Ah, da fällt mir gerade etwas ein. Sie werden in den nächsten Tagen eine Einladung per Post erhalten. Ich werde einen Gala-Maskenball veranstalten. Sie können es doch einrichten. Ja, ich würde sehr gerne kommen. Sie haben nicht viel Zeit. Ich will Ihnen erklären, wieso ich Sie herbestellt habe. Ich bin auf der Suche nach Steven, aus privaten und aus beruflichen Gründen. Wissen Sie vielleicht, wo er sich aufhält? Nein, tut mir leid, das weiß ich nicht. Wird er vermisst? In den letzten Tagen hat ihn jedenfalls niemand gesehen oder von ihm gehört. Er hat sich nicht im Dschungel blicken lassen und ist heute auch nicht vor seiner Schauspielklasse erschienen. Ungewöhnlich, das ist nicht Stevens Art. Natürlich wäre es möglich, dass er plötzlich die Entscheidung getroffen hat, Santa Barbara zu verlassen und anderswo sein Glück zu versuchen. Ich bin in seiner Wohnung gewesen. Wenn das so war, hat er nichts mitgenommen. Er hat nichts gepackt. Alles war unberührt. Ich frage mich, was soll einem Mann wie Steven denn passieren? Ich habe eigentlich gehofft, Sie könnten Licht in die Sache bringen. Oh, ich wünschte, dass ich das könnte. Wie Sie wissen, war unsere Freundschaft in letzter Zeit nicht besonders intensiv. Mhm. Ich weiß nicht, aber vielleicht hat er einen unerwarteten Anruf bekommen, dass er bei einem Film Regie führen soll. Oder möglicherweise ist ein Freund krank geworden und Steven hat sich in ein Flugzeug gesetzt, ohne jemandem Bescheid zu sagen, wohin er fliegt. Ich sage nur, was mir so durch den Kopf geht. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Ich denke, das muss vor ein paar Tagen im Dschungel gewesen sein. Ich war mit Mason dort und naja, Steven und ich haben kaum geredet. Sind Sie sicher, dass Sie ihn seitdem nicht mehr gesehen haben? Ja. Ja. Sind Sie nicht zufällig in seiner Wohnung gewesen? Nein. Wieso fragen Sie? Seine Hauswirtin hat ausgesagt, dass sie hörte, wie er sehr spät in der Nacht mit einer Frau einen heftigen Streit hatte. Wirklich? Vielleicht hat er eine heimliche Geliebte, von der keiner etwas wissen soll und sitzt jetzt seelenruhig bei ihr zu Hause und macht sich ein paar schöne Stunden mit. Seine Hauswirtin hat diese Frau übrigens gesehen. Und die Beschreibung von ihr passt ziemlich genau auf sie. Ich sollte dann wohl besser meinen Anwalt anrufen, oder? Brauchen Sie einen Anwalt? Ich bin nicht sicher. Was wird mir überhaupt vorgeworfen? Ich habe Ihnen nur einige Fragen gestellt, das ist alles. Ach, meine Güte, das hört sich vertraut an. Es könnte glatt von meinem Freund Steven stammen. Waren Sie es nun, Cassandra? Nein. Nein. Ich bin ganz sicher, dass Sie dahinter kommen werden, wer diese mysteriöse Frau gewesen ist. Und glauben Sie mir, ich hoffe um Stevens Willen, dass es mit einer Affäre zu tun hat und dass nicht mehr dahinter steckt. Mhm. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie etwas Neues herausfinden. Aber natürlich. Vielen Dank. Ich weiß das zu schätzen. Es tut mir leid, aber ich hab's wirklich eilig. Viel Glück. Sie finden ihn bestimmt. Danke. Ja, hier ist Julia. Und wer sind Sie? Oh, Mrs. Parks, natürlich weiß ich, wer Sie sind. Ich habe Ihre Kolumne schon oft gelesen. Danke, ich finde auch, dass es eine gute Reportage war. Nein, ich hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn Sie einen Artikel über mich schreiben. Aber ich würde gern später darauf zurückkommen. Ich habe jetzt leider keine Zeit. Ich werde Ihnen Bescheid geben. Vielen Dank. Wiederhören. Ja? Ja, ich bin's. Und wer sind Sie? Ach, Marco. Hallo. Nett, dass du dich bei mir meldest. Freut mich, dass es angekommen ist. Wurde ja auch Zeit. Vielen Dank. Ich weiß deine Unterstützung wirklich zu schätzen. Also gut, bis dann. Ich melde mich. Mach's gut. Julia, die Show war wundervoll. Ich habe Samantha in den Schönheitssalon mitgenommen. Es wird nicht lange dauern, Augusta. Na, wunderbar. Die Tür stand offen. Trotzdem ist es Hausfriedensbruch. Verschwinde! Julia, du hast gewonnen. Das wollte ich dir nur sagen.
sagen, wie froh ich bin, dass Sie zu Hause sind. Kann ich Ihnen behilflich sein? Sie haben mich wahrscheinlich nicht wiedererkannt mit der Perücke und diesen Kleidern, aber wir sind uns schon des Öfteren im Korridor begegnet. Ich bin Ihre Nachbarin. Ich wohne in Apartment 2A. Ach ja, ich erinnere mich. Mein Name ist Scarlett O'Hara. Das ist selbstverständlich ein Künstlername. O'Hara stimmt wirklich, deshalb trete ich so auf und finde auch den Film großartig. Freut mich, Sie kennenzulernen, Nachbar. Und was kann ich für Sie tun? Es tut mir leid, Sie damit belästigen zu müssen, aber ich wollte gerade unter die Dusche springen, um danach arbeiten zu gehen. Und dann musste ich leider feststellen, dass ich keine Seife mehr habe. Ich habe gestern das letzte Stück verbraucht und vergessen, neue zu kaufen. Haben Sie nicht zufällig ein Stück extra Seife, das Sie mir leihen können? Seife? Ja, ich denke schon. Ich werde sie holen. Oh, danke. Maskenball, wow! Hier, bitte. Sie sind ein Schatz. Also, da wird ganz bestimmt einiges los sein. Diese Catwells wissen, wie man eine Party schmeißt. Veranstalten die so etwas öfter? Oh, wissen Sie das nicht? Die geben immer Partys im großen Stil. Die sind fast so wie die königliche Familie, aber wesentlich spannender als die. Ich lese den Klatsch über sie mit Leidenschaft. Ständig wird einer von ihnen verhaftet oder heiratet gerade. Klingt faszinierend. Ja, vielen Dank. Sie haben mir das Leben gerettet. Nicht der Rede wert. War nett, Sie kennengelernt zu haben. Das ist ja wirklich interessant. Ja, hallo, ich möchte gern eins Ihrer Kostüme für einen Maskenball ausleihen. Wäre das möglich? Die Schlacht vor Gericht habe ich gewonnen, aber du bist die Siegerin. Du musst jetzt glücklich sein, Julia. Du hast es geschafft, mein Leben zu ruinieren. Ich meine, diese Sendung hat den letzten Rest meiner Glaubwürdigkeit geraubt. Du kannst jetzt getrost alles über mich vergessen und in Ruhe weiterleben, wie du es dir vorstellst. Einfach so alles Geschehene vergessen? Es war keine besonders gute Idee, mit so etwas hier aufzukreuzen. Wie weit willst du noch gehen? Was willst du denn noch von mir? Dein Ex-Ehemann hat so großen Einfluss bei den Blues, dass ich meinen Job nie wiederbekommen werde. Die Leute sehen mich an, als sei ich Jack the Ripper. Frauen, mit denen ich jahrelang gearbeitet habe, wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Sie haben Angst, mit mir allein zu sein. Ja, gut. Vielleicht habe ich damit einer anderen geholfen. Reicht es dir immer noch nicht? Was willst du noch? Was? Ich will meine Menschenwürde wieder. Die kann ich dir nicht geben, das weißt du genau. Ich kann es nicht, weil du ja schließlich das öffentliche Schauspiel inszeniert hast. Und du kannst sicher sein, ich habe meine Menschenwürde verloren. Du bist ein Vergewaltiger, du verdienst gar keine Menschenwürde. Und genauso wenig verdienst du es, als freier Mann herumzulaufen und in mein Haus hereinzuspazieren, nur weil dir gerade danach ist. Was erwartest du denn? Wenn ich dir versprechen würde, dass ich nie wieder in dieser Gegend auftauchen werde, wärst du dann endlich bereit, mich in Ruhe zu lassen? Gut. Okay, du willst also mit mir handeln. In Ordnung. Ich habe einige Bedingungen. Du wirst Folgendes tun. Du wirst an alle Zeitungen einen Brief schreiben, Dash, und dich schuldig bekennen. Dann wirst du in Eden Castillos Sendung auftreten und zugeben, dass du mich vergewaltigt hast und dass deine Aussagen falsch waren. Danach wirst du dich umgehend einer Therapie für Sexualtäter unterziehen. Und wenn das alles erledigt ist, verschwindest du aus Santa Barbara und wirst dich nie wieder hier sehen lassen. Ich werde nichts dergleichen tun. Ich bin unschuldig, das weißt du genau. Ich werde mich nicht von dir verdrängen lassen. Wenn ich hier verschwinden würde, käme das einem Geständnis gleich. Es ist deine Entscheidung. Dann wirst du mit den Konsequenzen leben müssen, denn ich verspreche dir, dass ich dich keine Minute mehr in Ruhe lasse. Verstehe. Dann wird der Krieg weitergehen. Oh, danke. Ich
weiß, dass mir oft Hintergrundinformationen fehlen, aber manchmal ist es besser, intuitiv zu handeln. Hoffentlich konnte ich helfen. Eden und Julia waren dir dankbar, dass du bei der Reportage mitgewirkt hast. Trotz allem, was du über die Capwells denkst. Ich weiß auch, dass du Keys unter Druck gesetzt hast, gegen Dash Nichols vorzugehen. Ich möchte dir dafür danken. Ich hasse die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, mehr als die Capwells. Es heißt, die beste Möglichkeit, sich nicht wie ein Opfer zu fühlen, ist aufzuhören, sich wie ein Opfer zu verhalten. Deine Frau, deine Ex-Frau, hat es verstanden. Und sie hat die Kraft, das durchzuhalten. Wenn ich als Kind eine Reportage wie diese gesehen hätte, hätte sich vieles anders entwickelt. Du meinst, dann hättest du dir nicht einen Chauvinisten wie Keys ausgesucht, hm? Ich finde, es gelingt mir doch ganz gut, ihn bei der Stange zu halten. Schwierige Männer fand ich immer interessant. Das solltest du wissen. Wir haben damals eine schöne Zeit miteinander erlebt, bevor wir anfingen, uns in den Rücken zu fallen. Ich weigere mich, einen Gedanken daran zu verschwenden, wie verrückt du mich gemacht hast. Lass uns das Ganze mal rekonstruieren. Ich kann mich vage erinnern, dass ich Gift in meinem chinesischen Essen fand. Weißt du, woran das lag? Du bist einfach nicht mein Typ gewesen. Apropos, mir fällt da noch etwas ein, da du eben gerade Keys erwähnt hast. Ich hätte eine Frage an dich. Was hast du eigentlich mit Cassandra vor? Pass auf, was du sagst. Sie kann jeden Moment hier aufkommen. Das ist mir doch egal. Keys kommt auch gleich. Außerdem weiß sie, was ich von ihr halte. Zu mir ist sie immer gut gewesen. Sie erinnert mich an eine Weinranke, die langsam aber sicher einen Baum umwindet und bevor man sich's versieht, ist von dem Baum nichts mehr übrig. Nur die Weinranke. Du kannst wirklich ganz schön gehässig sein, Gina. Es tut mir gut zu sagen, was ich denke. Ich finde, dass du mit Julia besser dran warst. Julia sieht das etwas anders. Weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn ich Keys verzeihen kann, dass er mich 2 Jahre lang im Stich gelassen hat, wieso kann Julia dir da nicht verzeihen, wo sie doch selbst eine Affäre hat? Offensichtlich hat ihre Affäre ein jähes Ende gefunden. Ich finde es großartig von dir, dass du trotz aller Schwierigkeiten immer zu ihr gehalten hast. Das war sicher schwer für dich. Nicht so schwer, wie es für sie war. Es tut mir leid, dass Dash nicht verurteilt wurde. Ich denke, dass er nach dieser Reportage von der Öffentlichkeit verurteilt wird. Und bin mir sicher, dass sein Leben in Santa Barbara von jetzt an nicht sehr angenehm für ihn ist. Hallo Eden, hier ist Julia. Dash ist vorhin bei mir gewesen. Ist alles in Ordnung? Was wollte er? Deine Sendung hat ihm nicht gefallen. Naja, das überrascht mich nicht. Was hat er gesagt? Dass ich genug Schaden angerichtet hätte und aufgeben soll. Dann habe ich ihm meine Bedingungen genannt, doch er hat sie nicht akzeptiert. Noch nicht. Aber seine Chancen schwinden. Er ist bei dem Blues rausgeflogen und wird nie wieder dort arbeiten können. Wie fühlst du dich? Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Das ist meine Art von Therapie. Auf diese Weise kann ich mit dem Terror fertig werden, anstatt mir vorzumachen, dass er nicht existiert. Das ist sehr wichtig. Du darfst nicht aufgeben. Zu viele Frauen haben schon geschwiegen. Ich möchte diesen Frauen helfen. Und es soll natürlich auch nicht zu meinem Lebensziel werden, Dash davon abzuhalten, ein normales Leben führen zu können. Aber es wird ein Ziel. Und falls in dieser Welt noch so etwas wie Gerechtigkeit existiert, wird es ihm nie wieder vergönnt sein, erhobenen Hauptes durch die Straßen zu gehen. Ich finde es eine Schande, dass deine Loyalität Julia gegenüber nicht halb so groß war, als ihr verheiratet wart. Gina, du hast die Gabe, Probleme frühzeitig zu erkennen. Das fehlt dir. Vielleicht ist das mein Schicksal, wer weiß. Ich erkenne mein Glück meistens erst, wenn es zu spät ist. Weißt du, was ich denke? Du willst niemanden auf Dauer an dich rankommen lassen. Du brauchst eine Frau, die weit weg lebt. Ich sehe schon meine Grabinschrift. Mason Capwell. Er lebte und starb ganz allein. Er konnte Frauen nur in der Entfernung ertragen. Ich hoffe, dass Keys nicht genauso denkt. Sturmwarnung. Es wundert mich, dass er so lange gewartet hat. Sie sehen genauso selbstgefällig aus, wie ich dachte. Und ihnen kann man ansehen, was sie wirklich sind. Ein schuldiger Mann. Ich wusste, dass sie reich genug sind, um sich alles zu kaufen, was sie wollen. Aber ich wusste nicht, dass die bloß bestechlich sind. Wen haben sie gekauft oder bestochen? Es war wesentlich einfacher als das. Wissen Sie,
Die Oase-Gesellschaft hatte sich verpflichtet, sämtliche Programme durchzuführen, die uns von den Blues auferlegt wurden, als Sie noch der Regenguru waren. Dann haben wir das Problem gelöst. Sie mussten gefeuert werden. Ich verstehe. Sie haben Ihnen also ein Angebot gemacht und die Blues werfen mich dafür den Hunden zum Fraß. Das hoffe ich nicht. Womit haben die Hunde sowas verdient? Warten Sie, Dash. Lassen Sie sich um Gottes Willen nicht von ihm reizen. Das lohnt sich. Sieh mal einer an. Da ist ja die Verräterin an ihrem eigenen Geschlecht, die ihr berufliches Ansehen auf der Verteidigung eines Vergewaltigers aufbaut. Nehmen Sie das zurück, Capwell, oder ich werde Sie wegen Beleidigung vor Gericht bringen. Dieser Mann wurde vor Gericht als unschuldig erklärt. Unglücklicherweise ist unser Rechtssystem nicht fehlerfrei. Gelegentlich zieht sich leider eine Schleimspur hindurch. Wissen Sie was? Sie allein sind schuld daran, dass Julia so weit gegangen ist. Sie ist erst so geworden, weil Sie sie belogen, betrogen und missbraucht haben. Ich warne Sie. Treiben Sie es ja nicht zu weit, Nichols, oder ich... Na los, kommen Sie! Das ist doch sinnlos. Setzen wir uns wieder hin. Ich kann Ihnen nur raten, auf Ihre Anwältin zu hören. Das werde ich auch. Hör zu, mit Nichols im Dschungel zu kämpfen, ist sicher keine Lösung. Ich finde außerdem, dass du ihn ganz schön in die Enge getrieben hast. Es wird Zeit, ihm den Todesstoß zu versetzen. Sie dürfen sich nicht so von ihm provozieren lassen. Er ist ein erfahrener Anwalt und das wird vor Gericht ein Vorteil für ihn sein. Haben Sie Julia im Fernsehen gesehen? Ja, natürlich. Ich habe gehofft, sie würde sich versprechen und ihren Namen erwähnen. Dann hätten Sie sie verklagen müssen. Ich bin auch so ausreichend provoziert worden. Deshalb habe ich Sie angerufen. Wissen Sie, ich habe meine Meinung geändert. Sie haben recht. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe mich selbst zum Narren gemacht und ich habe mich entschlossen, Julia wegen Diffamierung meiner Person zu verklagen. Und ich werde gewinnen. Ich denke, das Konstruktivste, was wir jetzt tun können, ist, die nächste Sendung vorzubereiten. Hast du morgen vielleicht Zeit? Großartig. Okay. Ich rufe dich dann an. Noch etwas. Gib Samantha einen Kuss von mir und versuch dich etwas auszuholen. In Ordnung. Wir können morgen reden. Bis dann. Was für ein merkwürdiger Zufall. Hey, Keith, hi. Preisfrage. Jemand schleicht im Stockdunkeln im gerichtsmedizinischen Archiv herum. Na, was könnte derjenige da wohl zu suchen haben? Mich kannst du nicht täuschen, Quinn. Nicht du bist in jener Nacht erschossen worden, sondern Robert. Du lebst und bist dabei, das größte Ding deines Lebens zu drehen. Schön, dass du wieder bei mir bist, Geliebter. Ich werde ein Kind bekommen. Ich bekomme ein Kind von Quinn. Kelly. Ja, ich habe einen Termin bei Dr. Jameson. Ja, eine Abtreibung. Ganz richtig. Nein, ich habe heute noch nichts zu mir genommen. Ja, gut.
Dankeschön. Kelly? Daddy. Ist das wirklich wahr? Ich dachte, du wärst schon weg. Hast du dir das auch gut überlegt? Ich muss jetzt los. Bitte, Kelly. Bitte, mach das nicht. Ich hätte gern die internationale Auskunft, bitte. In Paris. Ich hätte gern die Adresse eines Cafés. Le Bit. Und muss ich selbst entscheiden. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und was willst du dann von mir? Dass du nicht überstürzt deine Entscheidung.